Also wie überall auf der Welt, muss man sagen, wurden Studenten vom Grundwehrdienst zurückgestellt. Und in dem Augenblick, wo ich nicht mehr studierte, kam natürlich das Kreiswehrersatzamt der Nationalen Volksarmee und sagte: Junge, jetzt bist du dran, deinen Grundwehrdienst abzuleisten. Und wir wissen, in der DDR war das nicht so einfach wie im Westen. Da gab es nichts mit Spatensoldaten und anderen Späßen. Das gab es, nein, anders gesagt, in der DDR war es strenger als im Westen bei der Bundeswehr. Also, da konntest du zu den Spatensoldaten gehen, aber du konntest nicht den Wehrdienst verweigern aus Gewissensgründen. Das gab es ja alles nicht, das wissen wir. So, und dann war ich einfach dran und wurde im Frühjahr 76 eingezogen. Und weil ich ja Baumaschinist gewesen war, wurde ich Panzerfahrer. Wurde ich geschult zum Panzerfahrer und war dann Panzerfahrer in Weißenfels und dann in Leipzig. Ja, und dann wurde Biermann ausgebürgert und dann fing ich an, bei der Armee auf den Soldatenstuben Biermann-Lieder zu singen und meine eigenen Lieder zu singen. Das ist der Staatssicherheit nicht verborgen geblieben. Und dann war Biermann in Hamburg und meine bekannten Panauch und Kunert und Jürgen Fuchs waren in Hohenschönhausen. Ich war taubgeschossen bei einem Manöver der Volksarmee. Ich war ein Vierteljahr in einem Militärlazarett in Leipzig und das war schon Anfang Frühjahr 1977. Und ich dachte schon, ich sei davon gekommen. Also, und das war aber nicht so. Und 2 Tage nach meiner Entlassung aus dem Lazarett bin ich dann verhaftet worden und auch nach Hohenschönhausen nach Berlin gefahren worden. Wie ging es denn dort weiter dann? Wo? In Hohenschönhausen. Naja, meine Straftaten, meine sogenannten Straftaten waren ja bekannt. Die ganzen Jahre über, jeder Auftritt, vermeintlich illegal oder nicht genehmigt, lag durch IM-Bericht vor. Und damit hatte ich aber auch gerechnet. Also, das hat mich nur nicht so sehr erschüttert. Erschüttert hat mich, dass ich nun endlich oder schlussendlich da gelandet war. Und das hieß dann einfach für Straftaten, staatsfeindliche Hetze, Aufwiegelei von Soldaten, Militär, ich war ja Militärangehöriger, falle ich unter das Militärstrafgesetzbuch und sei für solche Straftatbestände im fortgesetzten Fall schon mit 8 bis 10 Jahren, spät wäre das gewesen, zu rechnen. So, das wurde mir schon in Aussicht gestellt. Der Haftalltag war so, wie ihn Jürgen Fuchs in seinen Büchern beschrieben hat, ich auch in meinem Buch Badetag. Ein Tag zum Vernehmer, ein Gedicht, wann geschrieben, warum geschrieben, wem gegeben, warum so und nicht anders formuliert, welche Absicht damit ins Auge gefasst, warum veröffentlicht. Ich habe dann immer gesagt, ja, ich habe es da gar nicht veröffentlicht. Dann wurde ich belehrt von den Offizieren des Ministeriums für Staatssicherheit, in dem Augenblick, wo Sie ein Gedicht aufschreiben, ist es veröffentlicht. Sie haben es nämlich niedergelegt schriftlich. Und damit anderen die Möglichkeit gegeben, das zur Kenntnis zu nehmen. Das ist die Veröffentlichung. Wusste ich auch noch nicht. Aber man lernt nicht aus. Wie wurden Sie denn von den verhörenden Stasi-Offizieren angesprochen? Herr Salman, in den Gängen, also beim Abholen durch die Schließer, immer mit der Nummer von 1 bis 3. Ich war allerdings die ersten 3 Monate in Einzelhaft. Da war meine Nummer 1. Und dann eben mit anderen Häftlingen gemeinsam auf einer Zelle, dann hieß es immer 2 Vernehmer. Gab es Striche, wo man sich hinstellen musste, und da wurde man durch dieses Gebäude zu seinem Vernehmer geführt. Die Vernehmer wechselten, je nachdem, was sich dort ereignet hatte im Gefängnis. Und die waren mal streng und mal waren sie jovial. Nehmen Sie Platz, Herr Salman. Wollen Sie einen Kaffee? Ich habe einen Pflaumenkuchen mitgebracht. Wollen Sie vielleicht einen Pflaumenkuchen? So, heute ist dran das Gedicht Ostkreuz. Tja, warum haben Sie denn das nun wieder geschrieben? Muss denn das sein? Sie können doch denken, was Sie wollen. Sie dürfen es nur niemandem sagen. Und dann ging das des Öfteren auch mal weiter. Man diskutierte über Zustände in der DDR. Ich sagte dann einige Male: Sehen Sie, die Diskussion, die wir hier führen, die müssten draußen in unserer Zeitung geführt werden, in unserer Presse geführt werden.
Die Reaktion der Stadtsicherheitsoffiziere darauf war meistens ein Lachen und gesagt, ach, Ivo, was meinen Sie, warum das solche wie Sie wegfangen? Wegfangen, viele möglich, damit das eben nicht stattfindet. Was wollten die denn von Ihnen hören? Ach, also neben den Gedichten, wo man erfahren wollte, warum, wann, wie geschrieben, wem gegeben, wie ich denke über die Gewerkschaftsbewegung in der DDR, also die staatlich organisierte Gewerkschaft des FDGB, wie ich die Rolle der Partei einschätze, wie ich die Rolle der kommunistischen Internationale sehe, was ich verändern würde, wenn eine Kulturpolitik Einfluss gewinnen könnte, die ich unterstützen könnte, wie ich dazu stehe zur Konfrontation des RGW und des Warschauer Paktes mit der NATO und so weiter und so fort. Wie ich zum Menschenhandel stehe, das war ihnen ein großes Anliegen, denn nicht wenige Leute versuchten abzuhauen, versuchten westdeutsche, westberliner Schlepperbanden, die bezahlt werden mussten, zu benutzen. Und das fand ich damals eine schwierige Geschichte. Und ging immer wieder in Richtung, man müsse doch beweisen, dass man wirklich für den Sozialismus sei. Und der Beweis sollte schlussendlich darin bestehen, dass man IM wird und mit ihnen zusammenarbeitet. Das wurde mir dann auch eines Tages angetragen und ich bin kein Held gewesen. Ich hätte beinahe unterschrieben. Ich wollte raus aus dem Knast und die Belohnung wäre gewesen, ich wäre sofort entlassen worden und wäre unter anderem Namen oder auch unter meinem Namen Salman irgendwo ein IM geworden, hätte liefern müssen Informationen über meine Umgebung. So, und mit 10 Jahren Militärhaft vor mir, habe ich mir das für ein, zwei Stunden an einem Abend wirklich hin und her überlegt und konnte mich dann aber im Spiegel gar nicht mehr angucken. Und dann am nächsten Tag bin ich zum Vernehmer gegangen und habe gesagt, daraus wird nichts, das können Sie Ihrem Vorgesetzten sagen. Und es fiel ein Alpdruck von mir ab in diesem Augenblick. Aber ich war kein Held, der mit Mut sich die Brust aufriss und sagte, ich mit euch niemals. So war es nicht. Und sie wussten auch, wo sie einen kriegen konnten. Wurden Sie dann auch unter Druck gesetzt? Von da an nicht mehr. Nein, nein, dann wurde sofort der Vernehmer gewechselt. Es kam ein ganz anderer Vernehmer, der viel freundlicher war, der auf die Kumpeltour machte dann. Und also nach dem Motto, schöner Schlamassel, in den du hereingeraten bist, Sally. Und du hast es auch nicht einfach und ja, du bist nicht so berühmt wie Panach oder Fuchs und müssten mal gucken, was wir für dich tun könnten. Und dann habe ich aber von da aus, also das waren eher Angebote, die man dann bekam und nicht Pressionen. Außer, dass man im Knast saß. Das war ja die Pression.